Okay, wir sind bei 4000. Wir haben gerade ganz gut Essen. Ausrüstung ist eigentlich soweit in Ordnung. 13 Tools verbrauchen wir noch. Aber hier gibt es ja fast nichts. Wir könnten jetzt mit. Wir können mit dem Schiff nach Grafenhafen fahren. Das wäre, glaube ich, smart. Hier, Grafenhafen 80, Travel. Dann sind wir nämlich instant da. Das ist sehr, sehr cool. Dann können wir hier auch eine Taverne, ein bisschen feiern. Sean ist jetzt nur noch dissatisfied. Jetzt geht es ihm ein bisschen besser. Sehr schön. Und dann werde ich mal kurz. Hier ist Rebuild. Yes, 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 yes. Wir haben doch noch Holz, oder? War doch was. Ja, aber nicht mehr, haben verkauft. Verdammt. Verdammt. Wir haben keinen Hals mehr. 17. Ne, 19. Ist aber ganz okay eigentlich. Ich glaube nicht, dass wir so viele von den Sternen brauchen. Und davon auch nicht. Das ist sowieso die schlechtere Variante. Ich weiß nicht mehr, wofür die Zähne gut waren. Weiß echt nicht mehr. Achso, hier, das können wir noch verkaufen. Die ganzen Wurfsachen, weil die benutze ich nicht. Ich werfe relativ selten nach Gegnern. Boah. Zack. Beratur. So, habt ihr hier irgendwas Geiles? Essen ist eigentlich fein. Ember zu verkaufen ist echt schwierig. Das habe ich, glaube ich, in der Welt noch nicht einmal sinnvoll hingekriegt. Ich könnte sie kaufen, einfach nur, weil wir dann zwei Stacks für unser Ziel kriegen. Handelswaren zu kaufen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Plus machen werden damit. Ehrlich gesagt. Sehr, sehr schwierig, Plus zu machen damit. Was habt ihr hier so? Okay, das ist ja gar nichts. Nach Himmelsdorf. Okay, das ist auch direkt das nächste Dorf. 50, 250. Cure the Ruined Wooden Watchtower in Grafenhafen. Okay, das können wir einfach beides machen. Weil das muss eigentlich direkt in der Nähe sein und super easy. Ich muss mal kurz auf Toilette gehen. So, also das sollte wie gesagt vom Geldwert her ein super einfacher Auftrag sein. Deswegen würde ich einfach mal nehmen, was noch ein bisschen XP gibt. Und wir haben ja noch ein paar Low-Dudes, die gerne XP brauchen. Deswegen nehmen wir das mal. Wo müssen wir denn hin? Ach du, das ist ja. Das ist. Ach lol, das ist einfach der. Das war doch mal ein Außenposten, ein militärischer. Refugees have taken the wooden watchtower. Presumably survivors from. Wayward War. They've scoured the area for resources and now seem rather entrenched. You know, Fritz, the merchant, won't be happy about their presence. They don't seem particularly local. The interview comes to your side, nods toward the ragged band of tired strangers. I could take a few men and drive them out, sir. It'd be really easy. These people have nowhere to go, just leave them be. Wow.
Aber unser Auftrag ist, die rauszuschmeißen. Sollen sie halt in die Stadt gehen? Literally, unser Auftrag ist, die rauszuschmeißen. Wenn ich es nicht mache, ist die Stadt sauer. Das ist viel wichtiger, glaube ich, für mich. Ja, wir kicken die out. We have Ricky, who knows, stole out a few foodstuffs to the refugees, items that were close to going bad anyway, or pieces of bread that doubles as bricks, and an old stew that reeks of death when you pull the lid off. Take every item as though you'd given them the world. They don't say thanks though, they just nod and shrug and carry on. Okay, das war's. Das war nicht mal ein Kampf. Ich dachte, es wäre wenigstens ein Kampf, aber es ist nicht mal ein Kampf gewesen. Okay. So. Dann. Was? Moment, was? Was? Okay. Wir töten einen Watchtower. Jetzt haben wir noch eine Karawane. Watch the workers fan out building. They get to work. Oh, okay. Time to get paid. Okay, wir müssen zweimal hin und her. Okay. Worker Caravan. Die bauen das Ding jetzt wieder auf. Da gibt es hier wieder mehr Militia. Was? Talk to me, explanation is good enough. How did you know they made it? Threats and missions, I have many eyes. Aha. Eyes, eyes, eyes. So, dann machen wir hier noch das nächste. Himmelsdorf, let's go. Da wollen wir sowieso hin, weil hier nach unten will ich eigentlich nicht. Könnte ich nur bei den Südsachen irgendwas machen, aber da will ich eigentlich noch nicht hin, weil ich das Geld eh nicht habe, um da unten irgendwas Gutes anzuwerben. Von daher gehen wir einfach nach Himmelsdorf weiter. Und nehmen noch ein paar Kronen mit einfach nebenbei. Das ist quasi unser Tagessold, ne? Ja, nicht mal ganz. Nicht mal ganz der Tagessold. Aber jetzt kommen wir wieder bei Nacht an, das ist doch scheiße. Himmelsdorf ist noch well supplied. Aber wir hatten Amber dabei jetzt, ne? Ja, genau. Amber. In Himmelsdorf haben wir, glaube ich, kein Amber verkaufen. Task easier. Accept your offer. Find secluded burial ground somewhere to the south, somewhere around the region of Drylands. Somewhere to the south. Ich will eigentlich nicht diese Suche machen. Nee. Da bin ich dagegen. Wie ist denn so die Allied Faction? Berggaus very friendly, Dumbwalds very friendly. Und Sandstadt ist friendly. Sandstadt sind wir gerade auf dem Weg. Nee, Sandstadt hier, da haben wir eigentlich wirklich ganz gute Preise bis jetzt bekommen. Ich würde eigentlich, glaube ich, gerne nach Norden gehen, in eine von den Städten rein, weil ich glaube... Oh doch, Amber bringt sogar was. Oh, und dann? Das finde ich gut. Jetzt habe ich es immer nur miese verkauft. Das ist nice. Wir haben doch wieder 22er Preis, ey. Nice. Das ist schon echt geil. 22% Preise. Oh, übrigens gar nicht. Weg mal rausschmeißen hier. Ding. Hier ist wieder was abgebrannt, deswegen kauft ihr auch mehr. Deswegen sind die Preise so hoch. Ja. Ich habe aber schon ausprobiert. Es gibt keine neuen Leute. Ich habe noch nicht ausprobiert. Du bist auch ein Anatomist. What? Yo! Does start. Will start combat in Waving Morale. Is always content with being in reserve. This character will turn tail on the first possible occasion. Better have an eye on him. Plus 5 Melee Skill. Der hat nochmal plus 5. Okay, der hat ein Problem mit der Morale. Aber ansonsten. Okay, keine so gute Rolle in HP. Keine so gute Rolle in Fatigue, aber. Die Attack von ihm. Resolve ist eigentlich sogar okay. Hat er sehr hochgerollt. Instiva hat er hochgerollt. Und ganz okayer Melee-Skill mit 3 Sternen. Und einen Range-Skill, der auch okay ist, mit 2 Sternen. Der kann einfach alles. Der kann einfach alles, was Attack ist. Nur getroffen werden darf er nicht. Ach, den würde ich gerne hiren, tatsächlich. Den will ich haben. Give it to me, baby. Wer ist denn das jetzt? Achso, wir müssen erstmal hier leveln noch mit Sacred. So, ja, hier, zack. Ja, das... Okay, ich muss ja halt irgendwann mal in die Frontline nehmen. Also, muss ich einfach.
Weil es halt Quatsch ist. Nee. Ich muss dich nicht. Ich nehme dich nicht in die Frontline. Ich nehme dich nicht in die Frontline. Du kriegst hier ein bisschen Resolve, du kriegst ein bisschen davon, ein bisschen Range Defense. So. Perks. Ja, also, ne? Footwork. Reach Advantage. Each hit with a two-handed melee weapon adds a stack of Reach Advantage that increases your melee defense by 5. Up to maximum 5 stacks until your next turn. Aber nur melee defense. Overwhelm, high initiative and prevent enemy from attacking. Hast gar nicht so eine high initiative, finde ich jetzt. Executioner? Underdog. Für Surrounden eigentlich schon ganz geil, nur er hat eh die schwache Rüstung, will eigentlich eh nicht, dass er surrounded wird. Lone Wolf ist Quatsch, kriege ich mit ihm nicht hin, der steht eigentlich fast immer neben den Leuten. Ich kann überlegen, ob ich ihm sogar Crippling Strikes gebe. Weil der ganz gut durch die Rüstung durchkommt, durch Gegnern. Vor allem mit seinem hohen Skill. Er trifft ziemlich häufig. Vor allem auch mit dem Backstabber. Doch, ich glaube, der macht mal Verletzungen. Felix hat schon Level 3 erreicht. Ja, ich brauche den Skill hätte ich schon ganz gern. HP, Fatigue. Ja. Theoretisch ist irgendwann mehrere Sachen tragen, deswegen. Steelbro? Kein extra Head Damage mehr, damit du mehr die Kopftreffer überlebst. Ja, oder? Würde ich schon sagen. Dodge ist halt nur Initiativbonus obendrauf. Du müsst ihn zum Nimble Tank machen. Und davon kaum was tragen. Wie zum Beispiel ein Shield darf er dann nicht tragen. Oder zumindest nur sehr wenig Shield. Du hast ja auch noch ein Level Up hier. Yo, Ranged, mehr Ranged. Mehr Ranged Defense, da sehe ich dich. Könnte tatsächlich mal Dodge geben, weil der hat auf jeden Fall immer eine sehr hohe Initiative. Der könnte Dodge kriegen. Oder ne, hier Footwork. Kann nämlich weggehen, wenn er an ihn rangesteppt wird. Kann er einfach rausgehen, das ist ziemlich nice. So, Felix, was machen wir mit mir? Nachts rein in die Taverne, ja, könnte man schon machen. Nachts in die Taverne, kann doch tagsüber in die Taverne gehen. So, was mache ich mit dir, Felix? Was wirst du werden? Ist nur so ein Basic Frontline-Dude, glaube ich. Du bist nur so ein Basic Frontline Dude. Die Initiative hast du auch nicht. Ja. Dann wahrscheinlich Steel Bro damit überlebt. So, jetzt müssen wir bei dir noch gucken. Ja. Du sollst ja erstmal überleben, also kriegst du schon mal ein Schild. Du hast jetzt schon 62. Würde ich dich erstmal auf dem Schwert sehen. Kriegst du einen Dolch, kannst du gern behalten. Du hast eine 40er Rüstung, eine 65er, das ist sogar gar nicht so scheiße. Aber du kannst schon noch den 100er kannst du schon noch nehmen. 70, 65, minus 8. Ist 5. Ich glaube, die Wanderer-Sachen würde ich, glaube ich, mal behalten, weil die gar nicht so kacke sind. Dafür, dass sie halt fast keine Fatigue abziehen. Ja, ich habe halt gerade keine gute Rüstung mehr. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Aber das ist ja. Oder geben wir ihm direkt hier für Ranged.
Dann müssen wir aber Sacred vornehmen. Also Sacred muss ich, glaube ich, mal reskillen. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verskillt. Ja, wir wollen dich vielleicht nicht am Rand ganz haben. Würde ich sagen. Frage ist, wer ist das jetzt? Jorn haben wir schon. Xelium. Zwubelchen haben wir noch nicht. Zwubel, schaut doch mal wieder rein. Zwubel ist jetzt auch part of the company. Also der ist ja... The fuck. Das Einzige ist halt wirklich, dass er das Death-Tarred ist. Weiß nicht, ob ich das irgendwann auch wegmachen kann über ein Event. Das wäre insane. Aber ja. Also der hat jetzt schon einfach 72, weil das hier nochmal plus 10% Hitchance gibt. Also der ist jetzt schon gar nicht so schlecht im Hitten und ist einfach Level 1. Einfach Level 1 Basic. Ja. So, was ist hier noch ein Auftrag? 240, 60, 300. Accept your offer. Sandwick. Och, nicht. Warum denn Sandwick? Das ist am Arsch der Welt. Da will ich nicht hin. Was sollen wir denn? Was habt ihr hier eigentlich? Ambush Trade Routes und abgebrannt, ne? Deswegen ist hier auch nichts los. Ja, und der Armor hat genau nicht. Das ist ein guter Rüstungsschmied. Fuck, Jungs. Wollte ich das eigentlich jemals reparieren? Ja, doch schon, oder? Warum zur Hölle, ey? Ja. Mal hier eigentlich für jemanden? Was bist du für einer? Retired Soldier. Der wäre halt viel Kohle pro Tag. Fear of Beasts. Builds two less fatigue for each tile traveled athletic. Nee. Der fängt auch mit 61 an, aber der hat fast keine HP. Hat super wenig Leben. Okay, wir gehen mal wieder gucken, ob es wieder Salz gibt, oder? Da waren wir lange nicht mehr. Gehen wir noch Sandstadt rüber. Brauchen wieder Tools und Supplies, die gab es für mich da unten ganz gut. Reiche Ernte, das sehe ich doch gern. Ja, aber das ist halt. ...239 ist okay. Für Supplies. Tempel Armorer. Was habt denn ihr hier als Rüstung? Ihr habt ein bisschen mehr Rüstung. Ja, guckt doch mal eine an. Hier eine 95er Rüstung für 10. Also die kostet halt, das ist halt übel viel mehr. Die kostet halt einfach das doppelte die 130er Rüstung. Vielleicht so von Well-Crafted Noble Mail. 198 minus 10 Fatigue. Ne, mal kurz zur Erklärung. Das ist normalerweise minus 10 Fatigue. 95, ne? Die anderen sind alle viel mehr Fatigue. Das ist ja... Holy moly, aber bräuchte mir nur 16.000. Mal ganz entspannte 16.000. Eieieiei. Ich glaube, ich würde das nochmal kaufen. Ich glaube, da hatten wir jetzt gerade nicht mehr so gute Rüstungen. Für unseren neuen. 95, 70, yes. Wenn wir irgendwann kaufen. Ihr habt immer noch eine Killer on the Run und die ganzen Leute. Und einen Off-Taker. Der wäre gut. Der will nur 8 am Tag. Caravan Hand. Chance to survive if struck down and not killed by a fatality. Nee, die Verteidigungen sind shit. Also, mit 37 anfangen und dann 2 Sterne haben, ist einfach kacke. Es ist einfach kacke. Wollen wir irgendwas kaufen? Bei euch gibt es halt nur die Dyes, die Farben, die wir schlecht loskriegen, wenn wir es für 478 kaufen. Das ist eine Vergangenheit. I'm all ears. Was gibt's hier so? Was übertragen? 20 in Advance und 19, wenn wir fertig sind. In Gelbstadt. Das
lohnt sich nicht. 700, das wird eigentlich ganz gut. Unfollow the tracks near Sunstart, return Simonious Dorf. Das wird sich machbar. Let's go. Folgen wir den Tracks. Track it down. Okay, wird schon gefightet. Die haben schon gebattelt. Die Thieves, die wir hier haben, die haben schon mal gefightet. Taverne, ja, nachts. Nach dem Einsatz immer Taverne. Ich darf nicht zu oft in die Taverne gehen, sonst werden meine Leute besoffen. Das ist ein bisschen der Knackpunkt. Kommt schon! Ach, jetzt gib mir doch die blöden Thieves. Wie weit die rennen! You catch a group of brigands lugging your employer's property around. They seem shocked that you have found them here and not time is wasted trying to parley. They arm themselves. Okay. Ein paar Poacher haben sie aber auch. Sie haben Fernkämpfer. Deswegen ist Nacht besser für uns. Okay, die haben keine Kopfrüstung. Kopfrüstung ist wichtig, Jungs. Die können nicht einfach ohne Kopfrüstung rumrennen. Ja, ich will nicht ran. Ich will da eigentlich nicht ran. Was kommt denn hier noch so? Ich kann euch jetzt beschießen. 37. Geil. 31, weil ich Höhen... Ich bin halt einfach gut. Ich bin halt einfach fucking gut. Ja, da kommt der... Kommt die Ranged. Die Rangies kommen da rein. Okay, mit dem kann ich jetzt nicht mehr warten, ne? Mit dem kann ich jetzt nicht mehr warten. Ich muss bis dahin laufen, kann ich nicht mehr angreifen. Boah, aber ich will dir eigentlich nicht den Höhenvorteil geben, ehrlich gesagt. Dann warte ich lieber noch eine Runde. Ja, Zwubel. Ne, mit Zwubel darf ich nicht vorlaufen. Zwubel macht mal hier Didde. Felix macht das auch. Und mit dem kann ich auch nicht daran nur noch attacken mit Drawn. Von daher machen wir alles mal das hier. Schöne Shield Wall. Jetzt Shield Wall that shit. Und du brauchst es glaube ich nicht, Xeli. Du warst glaube ich mir das erstes dran, oder? Ne, du warst mir das letztes dran. Ich will dir jetzt nicht vorstimmen mit einem. Okay, jetzt geht ihr zurück. Jetzt bin ich irritiert. 23, 39, 41, 31. Vielleicht können wir später nochmal laufen, nee. Wow! Ach, das ist doch doof. Du kannst ja nicht mehr attacken, du hast hier einen Zweier-Range. Er zwingt mich jetzt da ranzurennen, ja? Sehe ich das richtig? Das ist doch Mist. Arrrr. Ich will noch nicht ranlaufen, wenn die noch hier attacken. Aber den kann ich ranlaufen, einmal zu pieksen. Yes. Nicht mit Zwubel. Ich glaube, Felix war einer der ersten, die dran waren. Oder? Nee, er kann noch warten, der war also noch nicht dran. Nee. Ja, du kannst da hin. Du kannst dann nochmal hauen. Jawohl, so will ich das. Schön gemacht, Ricky. Schön gemacht. Der muss einen Schritt gehen, um dann mich zu attacken. Er muss sogar zwei Schritte gehen, um mich zu attacken. Das will ich eigentlich. Dann machen wir das mal so. Ich glaube, ich habe jetzt nämlich alle fünf von den Jungs. Aber ich kann ja gar nicht runter. Ja gut, dann hätte ich das nicht warten müssen. Gehen wir hier hin. Und hier hin.
So, ihr wart jetzt einer der ersten, die dran waren. Ja. Ich hoffe, Sono kriegt ihn nicht wieder auf die Nase, weil ich hier reinsteppe. Hoffe ich einfach mal. So, Xansen und Schwertmeister, der geht da ran. Felix geht hier hin. Weiter will ich nicht ran. Oh, Xansen kann sogar noch attacken. Oh, das ist jetzt schade. Au! Ach stimmt, der hat ja auch noch 2er Range. Ach, das ist doch Mist. Das ist ja Mist. Das finde ich besser. Fand er nicht so witzig, glaube ich, den Hit. Stun ihn, jawohl, dankeschön. Das schmeckt. Sacred ist schon in irrer Dude, ey. Also Sacred und Jorn, ihr beiden, ihr stecht so hart von hinten rein. Das ist unfassbar. Nee, da kann ich nicht mehr attacken, dann mache ich den hier. Zwubel. Ach, noch eine Shield. Nehmt das Schild hoch. Damit es damit keine Problemchen gibt. Kann ich nicht mehr attacken. Zack. So, Ricky verteidigt da vorne. Und hier geht man noch rein. Und zack. Och, und Felix trifft nicht. Aua. Hier wird Zwubel angepiekst. Moment, ich krieg mir jetzt aber. Ha! Auch wenn Rotfeder jetzt gerade einen Nachteil hat, weil er unter dir steht. X. Dich kriegt man nicht, ne? Das ist ja natürlich blöd. Okay, du rennst. Dann kriegen wir dich. Dann können wir den nämlich auch in Nahkampf gehen. Das stand sehr, sehr geil. Ja, du triffst hier nichts mehr. Du musst hinterherlaufen jetzt. Ben muss laufen. Da kommen wir zwar hoch, aber dann können wir nichts mehr tun. Dann kommen wir nicht mehr runter. Doch, wir kommen noch runter. So, und Jorn hier. Let's go. So, und du musst mal den hier abstechen, der hier immer die ganzen Steine wirft, die Sau. Ach so, machen wir das jetzt. 39er, den will ich eigentlich gar nicht attacken. Yes, Rotfeder, mach's rund. Du wirst gestunt. Können wir, glaube ich, hier noch wechseln, ne? Dann wirst du jetzt abgestochen. 52. Vielleicht warten wir einfach mal eine Runde. Hallo. Ulch. Ander. Oh, hast du auch noch einen Dolch dabei, ne? Jawohl. Dann können wir nämlich die Rüstung hoffentlich kriegen. Wenn wir jetzt hier auf die ganzen Dolche wechseln. Schade. Moment, du musst noch den da machen. Dolche. Nein, ich habe keinen Ausdauer mehr zum Dolchen. Oh, ich will nicht normal dolchen. Der hat immer noch den komischen Repost-Shit an. Stop moving! Verdammte Kacke!
Okay. Ah, sind da. Achso, jetzt sehe ich ja sogar, wenn die in der Reichweite for the company. Ah. Sehr schön. Wieder gedolcht. Du hast auch noch eine geile Rüstung an, oder? Aber mit dem will ich jetzt nicht in die Nahkampfreichweite von dem laufen. 23, aber du hast keine Riposte mehr an, ne? Aber du hast eh keine Rüstung mehr. Vergiss es. Au, yo! Yo! Wechseln wir das alles wieder schön zurück. Also deine Rüstung ist eh komplett von dem komplett zerlegt worden, deswegen wurscht. Oh, ich darf ja noch reinsteppen. Batz! Ja, da haben wir eine Rüstung. Den Helm haben wir nicht gekriegt, aber wir haben noch nur eine 110er Rüstung gekriegt. Und eine 95er Rüstung. Und eine gute. Ja, gib mir. Moins. So, after the battle, a man emerges from a tree line clapping his hands together. I paid those men a great deal of crowns, but it appears I should have paid you. I pay you 800 crowns. Nee, we're paid to return it, and that's what we're gonna do. Sandstadt mag mich, das würde ich gern so lassen. Das würde ich gern so lassen. Vor allem sind es eh nur 100 Kronen mehr. Also wenn es jetzt wirklich das Doppelte gewesen wäre von dem, was ich von Sandstadt kriege, aber ich kriege ja schon 700 von Sandstadt, da sind die 800 das irgendwie nicht wert. Oh. Sandstadt, Milizia gegen Hyänen? Ich bin dabei. Oh. Bier. Ja, kriegst ja gleich. Hier, Taverne. Auf den Erfolg. Ja, aber... Also hier kann ich echt gut verkaufen. Kann man einfach nicht fucking anders sagen. Dich brauche ich nicht reparieren. Wenn ich jetzt einen besseren habe, brauche ich das nicht machen. Oh, hier habe ich noch ein Feld. Falkion. Habe ich noch welche mit Schwertern? Ich habe noch Leute mit Schwertern, ne? Zwube, Felix, du kriegst das bessere Schwert, hast du die verdient, bitteschön. Reparieren. Ich bin Felix, der hat noch 71. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe ihm die Rüstung gegeben, er hat noch 67. Ja, das ist sogar okay. Dicke Rüstung ihm zu geben, ist sogar sehr okay. So, jetzt haben wir ja eine Basic-Ausstattung eigentlich für alle. Du kannst eigentlich mal einen dickeren Helm nehmen. Wenn du schon keine dicke Rüstung hast, dann hast du hier eine 65er Rüstung. Hier, du kriegst jetzt eine 80er. Ich meine, du hast genug Ausdauer, du trag sie einfach. Einfach nur, weil wir es können. Nicht reparieren. So. Dann können wir die, glaube ich, verkaufen. Und das hier auch, wenn wir tendenziell nicht mehr brauchen. So, Essen haben wir jetzt noch 3 Tage lang. Es gibt gerade Wein günstig für 65. Hey, Roots and Berries ist tatsächlich noch günstiger, aber es gibt auch Wein günstig. Mushrooms. Roots and Berries, das hier. Können wir alles Mögliche kaufen an Essen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 unterschiedliche haben wir jetzt. Ach hier, ein Bier gibt's auch noch. Ja komm, Bier nehmen wir auch noch mit. Jetzt sind wir für 9 Tage Rationen. Auch wenn in 2 Tagen eine davon kaputt geht. Aber das habe ich tatsächlich aus einem anderen Grund gemacht, denn wir können dann einen Koch anstellen. 26. Okay. Was war das jetzt hier? Ja, nee, das war irgendwie mir zu billig. Ich wollte nach Bergau gucken gehen, ob die wieder Dingens haben. So, jetzt haben wir nämlich hier in der Retinue, müssten wir jetzt den Cook, genau. All Provision, extra, 2 extra Tage, 3 extra Tage und Hitpoints Healing Rate erhöht sich auch. Dann können wir schneller wieder kämpfen.
Weiß nicht, ob ich einen Scout nehmen will. Bier und Wein reicht mir als Verpflegung. Ja, mal jetzt gerade. Also ich würde, glaube ich, ungern unter 2000 sinken. Von meinem Crowns. Jawohl, 310 Salz, gib her. Das gönnen wir uns direkt wieder. Hier gibt es übrigens auch einen einzelnen Armorer. Alter, what? Veterans Visier Harness, 320er Rüstung. Junge! Gibt's aber einen guten Schild. 285? Kauf uns noch einen besseren Schild, würde ich sagen. Und geben das einem unser Schildmeister. Du hast noch gar keinen? Moment, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, du hast einen Schildmeister-Perk. Kriegst das bessere Schild Xan. Dann kriegst du aber das, weil es bemalt ist. Yes. 34.000 Kronen. Am Arsch. So. Hier kann man halt Miner anheuern. Weiß nicht, wie gut die sind. Farmhands gibt es ja auch ein paar. Miner haben halt einen netten unteren Bereich für den Melee-Skill. Also die haben ein bisschen besser im Minimum-Melee-Skill. Und unter Resolve tatsächlich. Ich glaube, sie sind sogar besser. Nee. Die HP sind ein bisschen schlechter als die Farmhands. Oh. Oh. Könnten wir jetzt alle tryouten. Frage ist, will ich jetzt gerade. Eigentlich brauche ich gerade keine Leute. Ich will erstmal meine Leute hochziehen, die ich habe. Daher brauchen wir auch nicht tryouten. Das ist eine Karawane. 160 plus 300. Das hört sich eigentlich ziemlich günstig an. Rotburg. Rotburg heißt, wir traveln einmal komplett so rum. Na gut. Na gut, traveln wir mal. Nach Sandstadt kommen wir nicht rein, deswegen können wir da nicht traden. You came across a man holding the reins of a lanky horse whose mangy mane has seen better days. The horse has a gray beard forming and it's got dry, callous lips smacking desperately for water. Seeing you, its owner waves. Come, I've bet to make for those brave and fast enough to think they'll win it. What? I've a bet to make for those brave and fast enough to think they win it. Curious, you ask what the bet is. The man pats the horse, a plume of dust lifting on the pad, and you can see his handprint on the shoulder. Raise my horse, not with another horse, mind you, but your humanly legs. If you lose, you give me 600 crowns. If you win, I'll pay you triple. Oh! Oh! Jetzt bin ich schon ein bisschen gierig. Very well, someone step forward and raise that horse. Ja, ist die Frage, kann man das überhaupt schaffen, wenn man das halt nicht schaffen kann? Aber einfach 1800 Kronen gewinnen, auf der anderen Seite wäre insane gut gerade. Ach komm, wir gehen das jetzt mal ein. Okay, someone step forward. Fuck. You nominate Zwoobe to try and see if he can best the beast. The race rules are first to the apple tree and before you can even begin to root for the sellsword, the horse smokes him completely. It gets to the finish line and begins fishing the branches of apples. The company is sitting completely silent, but when Swoop across the finish line in a distant last place, they roar with delight as do he just won the keys to the kingdom's finest war horse. The horse owner laughs. Don't be hard on yourself, kind sir. The fun is in the chance. Indeed, it seems the spectacle of the man's effort entertained the company. Also wir haben eine richtig gute Laune jetzt. Aber wir haben halt 600 Kronen verloren.
Also unsere Leute haben wirklich, ich glaube alle außer Zwubel. Zwubel fand es glaube ich nicht so lustig. Doch, Feld Entertained. Guck mal. Ist das bei allen? Haben sie es einfach nur weggelassen? Nee. Der Wild Man fand das nicht lustig. Zeli, der Wild Man, fand das nicht lustig. Feld Entertained. Und Sono hat auch keinen Spaß mehr in seinem Leben. Warum hat Sono eigentlich keinen Spaß mehr? Irrational. Okay. Vicky hat auch keinen Spaß mehr. Die konnten irgendwie nicht lachen. Und Rotfeder auch nicht. Ach, kommt. Ihr seid doch alle. Was gibt's hier in Gelbstadt zu traden? Also Salz ist echt gut zu handeln. Holy shit. Ja, hier, viel Spaß. 140, wir haben es für kurz über 300 gekauft. Yes, sir. Leider ist das viel zu teuer. Oh, shit. Ja, sonst kommen wir logischerweise nichts zu. Achso, die haben Ambush Trade Routes, deswegen 20% extra. Yes, yes. Du bist immer noch ein Bowyer? Nee, ein Butcher ist, kann auch richtig geil sein, glaube ich. Weil der kein Problem mit Blut hat. Retired Soldier. Retired Soldier hat halt viel, kann halt viel Skill haben. Ne, hier, aber keine HP. Nee, wir machen einfach weiter. Also Salz verkaufen ist richtig wertvoll. 49 haben wir jetzt das Salz verkauft. Am Tag 49. Ich glaube, alle x Tage wird das Salz unten wieder aufgefüllt. Ich hätte so gerne eine zweite Salzmine da unten. Das wäre so gut. Gibt's ein Himmelsdorf? Gibt's hier irgendwas zum Traden, was sich lohnen würde? Nee. Keine Trade-Waren. Und keine richtig guten Preise. Ich kann es trotzdem verkaufen, weil es nur Platz wegnimmt. Ja, für die 4100, für unseren guten Crossbow, für Ben the Hero, nochmal den richtig fetten Crossbow, wäre glaube ich auch geil. Aber dann müssen wir wirklich. The Charon Rest, Jean. Bannerlord takes you by the arm and secretly leads you to the back of one of the wagons, peeking around to make sure no one is looking. Lifts the lid on a crate, gems shuck about inside, shimmering sharply in what little light there is. He closes the lid. What do you want to do? That's a lot of dosh, sir. Get back to work before I beat you there. We have a contract to fulfill. Also, John, erst säufst du die ganze Zeit und verlierst unseren Shit. Und jetzt stiftest du uns an, dass wir die Karawane, die wir beschützen wollen, bestehlen. Aber ich bin gierig. Ach, Mann. Mann! Das war eine Sandstadt-Mission. Mit Sandstadt verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Ach komm, wir können doch mal ein bisschen was für uns nehmen, oder? Uncut Gems. Those Gems are worth more than any counter you could afford. So, shouting as loud as you can, you order the White Ravens to kill every... Oh, what?! Halt, stopp! Habe ich jetzt gerade Sandstadt komplett verärgert? Berger Hostile. Ich glaube, ich muss ein Auto. Das wusste ich nicht, dass das ein. Ja, nee. Das ist meine Salzmine. Nein, die brauche ich. Jetzt verliere ich halt 20 Minuten. Oder ich lebe halt einfach damit. Also, das ist jetzt richtiger Shit. Dass die jetzt. Fuck. Ich meine, ich habe jetzt. Habe jetzt was gekriegt, was so 520 mal 2 ist. Ist doch, das ist nicht mal ansatzweise wert. Das Salz war so gut. No.
Ich habe mir extra die guten Preise und so hart erarbeitet. Ich dachte, ich nehme mir einfach ein bisschen was raus, das fällt dem Händler gar nicht aus. Ich will doch nicht direkt alles nehmen. Nee. Ach Mann. Ich habe das mal gesaved und wir loaden mal den Autosave davor. Ja, welcher war denn das? Das waren die Thieves. Ja, gut. Dann müssen wir den Fight nochmal machen. Wir müssen erst hier Platz machen, da werden wir drum rumkämpfen wollen. Nee, machen wir nicht. Tube ist schon einer der höchsten Initiativleute bei mir. Würde nicht ganz viel unterschätzen hier. So, du musst mal hier runter. Ich glaube, die hat nämlich Rangers dabei. Ja, hatten sie. Ja, du wirst nicht runterkommen, oder? So, 44, wurscht. Nehmen wir die Rangies beschützen. Oh, da hätte ich jetzt reinschießen können. Deswegen habe ich eine Shield War gemacht. Aua! Greed is not good. Nee, wie gesagt, das habe ich auch bei dem Event jetzt gerade nicht verstanden, dass ich direkt die komplette Karawane platt mache. Das ist so irgendwie nicht der Plan, der dahinter stand. Also gar nicht. Ihr wart ja alle dran, ne? Da kann ich hier hinlaufen. Jetzt sogar hier hinlaufen und nächste Runde schon angreifen. Potenziell. Ran da. Achso, wir müssen mit dem aufpassen. Ja, wir werden aggressiv. Aggressivo Place hier. For the company. So. Also. 55. Yes. Nice. Sehr gut. Geblockt den ein. Den er machen konnte. Erstmal den Zweihänder gestunt hier. Bin ich mich dagegen. Der irgendwas noch macht. So. Peaks, peaks, Motherfucker. So. Der ist so gut wie tot. An denen wollen wir, glaube ich, ransteppen. Wir können, glaube ich, hier hinsteppen. Gut, da haben wir nämlich zwei Rangies. Die nicht mehr rangen dürfen. Aua. Dann ist der Bogenschütze nämlich schon mal raus. So, Xan. Ja, und Tekken können wir leider nicht mehr. Aber ihr habt nicht mehr ganz so viel Spaß da oben. So, ich glaube, ich darf hier mal reinsteppen jetzt. Der ist noch gestunt. Erstmal den raus. Kann noch einen Step nach unten machen. Ja, du wartest mal, wir müssen erstmal die anderen Leute ranholen ein bisschen. 77. Dann auf den da. So, jetzt wird der dort reinlaufen, das heißt, du musst weiter hier rumlaufen. Einfach zwei Leute gestunt.
Sono ist schon ein sehr zuverlässiger Stun, habe ich so das Gefühl. Komm schon, auf den Kopf. Auf den Kopf habe ich gesagt. Ach, dammit. Ach, dammit. 70 und 63. Ja, das ist okay, dass er fehlt. Aua! Ich glaube, es hackt. 64, 50. Und dann hier. Ach, kommt schon. Shield vor 1 Damage. Das ist ja, dauert ja ewig, wenn man das so macht. So, und nehmen wir erstmal noch den letzten von den Range-Dudes hier. In dem Sinne raus, dass er nicht mehr rangen darf. So. For the company und so. Das war nicht so gut. Ist. Okay, die rennen hier oben alle. Dem geht's noch zu gut hier unten, glaube ich. Er hat noch nichts abgekriegt, so richtig. Aber er piekst zurück. Okay, bei denen hier oben. Eigentlich bei dem hier müssten wir jetzt wieder die Dolche rausholen. Deswegen läufst du mal hier unten rum. Durch. Ist okay. So viele Dolche brauchen wir also anscheinend gar nicht. Der rennt hier auch jetzt, glaube ich. Können wir jetzt einfach alle erdolchen für mehr Loot. Lalalala. Sehr schön. Da haben wir auch noch was. Hier, erdolchen wir dich noch mal ein bisschen. Nee, random down. Ich will hier alles haben. Du musst gar nichts machen. Ja, du kannst hier irgendwie da rumlaufen, glaube ich. Ja, das Problem ist, wir können jetzt schon mal auf Dolch wechseln, aber ich glaube nicht, dass es smart ist, da reinzugehen. Nee, irgendwie nicht. Nicht darum. Ach, Mann. Er hat schon durch. Wenn ich da noch hinlaufe? Nee, dann müssen wir da hinlaufen. Durch. So, haben wir den. Sehr schön. Alles abgedolcht. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Rüstung wieder gekriegt. Wir haben sogar ein bisschen mehr gekriegt, glaube ich, als vorher. So, jetzt kommt wieder die komische Gestalt. Wir pay to return it. Da gibt mir wieder 830. Nee. Wir geben das ab. Ja, zumindest weiß ich nicht mehr, was ich machen will. Ja, ich will hier runterlaufen nach Bergau, dort das Salz kaufen und den Auftrag annehmen zum Wegbringen. Das macht's relativ schnell. Also die Konsequenzen sind nicht bei allen Events immer ganz klar. So. Well deserved und so. Hier gab's. Oh, hier gibt's eine Karawane für 1000. Nach Ogna. 3 Tage nach Norden. Das könnte ich auch machen, anstatt diese komische Karawane vorhin. Können wir nochmal versuchen, so ein Nord-Ding mitzunehmen hier. Ja, ist eigentlich alles ziemlich günstig, ne? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind wir wieder bei dem. Das ist ein 105er. Hinter müssen wir hier noch die Rüstung reparieren, glaube ich, die wir jetzt bekommen haben. Hier. Die würde ich ganz gerne repariert haben wollen. Ja. Und den Helm auch. Und die Pike auch. Und wir haben noch ein Falchion bekommen. Haben wir durch vorhin auch gehabt. So, dann verkaufen wir aber das hier und den billigen Speer. Ich glaube, den Zweihandhammer auch.
Auch wenn der eine insane Effektivität gegen Armor hat. So, aber erstmal wollen wir hier unten gucken, ob wir da nochmal Salz kriegen. Also es ist halt die mir zum Feind mache, die Salz mir geben, ist halt leider echt problematisch. Sehr, sehr problematisch. So, Salz, 310, genau, das wollten wir haben. Dann gab es hier eine Karawane nach Rotburg. 2 Tage nach Osten, genau, das war die. Aber ich würde jetzt, glaube ich, eher die hier oben nehmen. Und nochmal gucken, ob ich doch nochmal die Farben verkauft kriege. Ah, jetzt bin ich nachts da, ne? Das ist natürlich richtig dämlich. Hätte ich die Farben direkt kaufen müssen. Frage, warten wir jetzt einen Tag? Ist eine ganze Nacht im Prinzip warten. 2 Tage nach Norden. Let's go. Let's go. Wird wahrscheinlich unser Essen schlecht, leider nur. Wir haben jetzt, glaube ich, wieder den Cook freigeschaltet, ne? Die haben wir nicht. Nein, wir brauchen 8. Damn it. Wir brauchen actually 8. Man walks on the road with a shovel bobbing over one shoulder and a sack of dirt swing in the other hand. When you inquire as to what he is doing, he says he's just buried his brother and he's on his way back to Rotburg. The sack holds some of the dirt where his in was laid to rest, respectable. Man looks weary as a man who has buried his sibling would understandable be. Perhaps sensing your pitying gaze, he asks if maybe he can stay with your company for a time. Okay, jetzt ist die Frage, würde er uns bestehlen, uns den Rücken fallen oder sagen wir, okay, wir versuchen einfach dir was Gutes zu tun, Mann. Du hast gerade einen Bruder beerdigt. Komm, setz dich ans Feuer. Ich bin nett. Komm, join the campfire today. You sit about a fire. Much talk is made about this or that, but the traveler does speak some words which reside within your mind long after he's gone. I led a company in the battle of many names. It was a righteous affair. Man against orcs. Oh, what a sight. Half of my men died on those fields. But the sacrifice saved the whole land. I look fondly on those times. What man doesn't? A noble tale, stranger. Okay. Komme ich nicht rein, weil ich zu weit weg bin. Shit. Brauche ich noch ein Essen mehr, bevor es verfällt. 160 zahlen wir jetzt schon pro Tag. Nach Filzmus kommen wir aber auch nicht rein. Wir kommen erst in Erzfeste wieder in die Stadt. Und abgesehen davon, dass Filzmus bei Nacht vorbeireiten. Ja, wird gerade wieder Tag. Erzfeste? Kommen wir überhaupt in Erzfeste rein? Ich glaube, da kommen wir aber rein. Ich muss... Muss nur. No! Kommen wir auch nicht rein. Ja. RIP. Dann wird's halt doch kein Cook. Tannheim, kommen wir rein. Uns greifen 12 Brigands im Wald an. Oder auch nicht. Finde ich auch okay. So, und hier ist natürlich wieder. Ach, hier sind wir natürlich wieder bei Nacht. Scheiße! Schlechtes Timing. Also um Tannheim hier geht's ab. Oh, das wären 15 Brigands, wenn wir Pech haben. Aber die trauen sich nicht an 10 Leute ran. Ja, die trauen sich nicht ran, vor allem gibt's jede Menge Karawanen gerade. Geht's ja richtig rund, was die Karawanen angeht. Ja, nochmal Brigands, okay. Ja, aber ihr wollt anscheinend nicht zu uns. Okay. Bin ich okay. Wir brauchen noch eine Art von Essen mehr. Felle. Felle für billig. Haben wir Brot? Wir haben kein Brot, ne? Kaufe ich noch Brot und ein paar Felle. Okay, ihr wollt Salz tendenziell nicht haben. Das geht deutlich besser. Aber es kann einfach sein, dass es bei euch... Oh, ist halt well supplied. Mehr nicht. Das wundert mich. Taxi der Mist. Antidot. Gegengift. Usable in Combat. Nachtzehrer Trophy Necklace. Plus 4 Resolve. Ja, da weiß ich ja, für wen ich das machen muss. Doch, das brauche ich dann. Smoke Pot. Smoke one round allowing anyone inside to move freely. Ignore Zone of Control. Is destroyed on use. Das würde ich gerne craften. Wo haben wir sie jetzt? Hier. Das kriegt unser Jean extra.
Weil er hat dann noch mehr Resolve und von dem Resolve gibt er ja die Sachen an die Leute drumherum ab. Was ziemlich nice ist. So, was haben wir hier für einen Auftrag? Okay, Drive of Barbarians. At Yurts of the Free Folk north of Ogna. Sollte eigentlich gar nicht so schwierig sein bei dem Preis. I accept this contract. Wir speichern nur wieder unsere Kampagne so richtig. Zwischendurch. Barbaren. Die wollten wir aber eigentlich, glaube ich, tagsüber angreifen, weil wir haben Fernkämpfer. Zumindest einen. Und der ist gar nicht so schlecht für uns. Reavers und Thralls. Ich glaube, das sind nämlich alles keine Fernkämpfer. To find the village of savages, though from first glance they look an ordinary sort. Men, women, children, there's blacksmith, a tanner, a one-eyed guy making arrows and a huge executioner. Disemboweling corpse and washing the awful scum on the donkey. That one reminds you of why you are here. Weiß ich genau, was Reavers sind. Okay, es ist noch Tag. Ich würde gern hier hingehen. Sollte ja auch noch nicht ran. Oh, ja, ihr werft viel Shit, ne? Dann sind wir nachts vielleicht doch besser bei den Gegnern, weil die alle werfen. Wir haben alle Wurfoptionen. Du kommst ran. Nicht gut. Ja, wenn ich hier einen Schritt vorgehe, kann ich den attacken mit ihm. Mit Sacred. Deswegen wartet er noch mal eine Runde. Der hier muss einen Schritt vorgehen. Der kann hier unten hingehen. Der kann nicht mit dem hier hingehen. Wozu? Wir machen eine Wall. Okay, der hat ein bisschen mehr zu bieten. Ich glaube, der kann sogar hier hochgehen. Dann können beide Rangies auf ihn attacken. Also Backliner, sag ich mal eher. Oder Sono muss halt einfach aus dem Weg gehen. Aber Sono sollte vielleicht einen von denen stunnen. So, das ist auf jeden Fall aus dem Weg. Surrounded. Schade. Jawohl, gestunt. Das ist schon mal sehr, sehr geil. So, jetzt hab ich dich. Kann ich hier ranmoven? Oh, yes. Schade, der hat ein Schild, die Sau. Ja, deswegen habe ich geschielt worden mit denen da vorne, glaube ich. Sehr gut, dass sie nicht treffen, ey. Das wäre sonst übel, wenn die treffen würden. Wenn ich jetzt hier hin, muss ich komplett laufen, ne? Sehr schön. Au! I guess. Okay, der hat schon nicht mehr so viel Bock. Schade. Ich glaube, ich brauche hier unten Unterstützung von Sacred, ey. Hallo auf einen! Ich glaube, hier wäre der besser gewesen, tatsächlich. Sehr schön, wir haben ihn down. Okay, der hält ein sau viel aus, halten wir es mal kurz fest. ...75. Ich will dich hier wegmachen, weil du kriegst meine Rotfeder gerade um.
Oh, hier ist ein... Moment. Hier ist ja geblockt. Irr! Dann hier rein. Au. Aua! Mach Zwiebel nicht so platt. Yes, das war wichtig. Und du machst noch einen Step hier rein. Komm schon. Jawoll. Rotfeder überlebt. Wichtig, wichtig. Hört ihr auf mit dem Scheiß. 82, 82. Muss man da unten die Ecke clearen. Zwiebel gehen wir da hin, damit da nur ein 1v1 entsteht. Schade. Ricky, who knows, hat nicht genosed. Ja. So, ein Rotfeder muss man ein bisschen vorsichtig sein jetzt mit. Der hat jetzt schon ordentlich gelitten, den Kampf. Ey! Ja, es war klar, dass er den macht. Ich dachte nicht, dass er da durchkommt. Da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich nicht dran gedacht. Das war nicht gut. Jetzt wird er geswitcht. Ey, ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Kann ich den? Jo, hier kann ich. So. No, kein Ausdauer mehr zum Stun. Peaks, 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 Motherfucker. Erstmal den hier. Ja, da haben wir keine Ausdauer mehr zum Attacken. Okay, hat sie überledigt. Xan hat gereddet. Also die hauen schon ordentlich rein, sag ich mal so, gegen unsere Rüstungssachen. Ist denen reichlich egal, dass da Rüstung dabei ist. Ja, Rotfeder hat sich das Ohr abgerissen. Aber wir haben die Helme bekommen, wir haben ein bisschen Rüstung von denen bekommen. Wurfäxte und hier irgendwie denen ihre Waffen, wobei die Waffen alle, glaube ich, ziemlich am Mist sind. Aber Silber und... hier gab es einiges an Wert, an Gegenwert tatsächlich rauszuholen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr nice. War erstaunlich schwer dafür, dass es so wenig gab. So, jetzt muss man die nur noch verkaufen hier. Wir haben auf jeden Fall noch ein Level-Up mit einem Roadfader. Oh, das hätte ich gerne. Das ist ein scheiß Roll. Das hätte ich gerne, bei dem bin ich mir nicht sicher. Das ist ein scheiß Roll. Ich hätte gerne HP. Ich glaube, Resolve würde ich gerne noch ein bisschen fixen. So, Perk, Level 2 Perk. Kein extra Damage gegen Kopf. Ist, glaube ich, immer eine ganz... Also, ist schon, glaube ich, auch im Late Game eine ganz gute Option. Wenn die dir nicht einfach mit ihren Flail die Köpfe wegprügeln. So, guten Tag. Aber verkaufen kann man bei euch immer noch nichts richtig gut, ne? Ich könnte euch das zwar geben, aber das ist es irgendwie nicht wert. Hab ich den Cook jetzt eigentlich freigeschaltet? Yes. Okay. Aber wir haben halt nicht genug. So, was ist denn in Tannheim? Gehen wir mal nach Tannheim. Oh! Oh. Wir sind erst bei Tag 52. Also, bis schon Goblins kommen. Not sure about these dudes. Greifen die uns an? Brigands gibt's hier auch noch, Alter. Was machen denn die Goblin Raider hier, Alter? Wenn nicht mal gejagt. Doch, Tannheim ist nicht leer, oder? Du müsstest doch die Goblin... Ja, ich will mitmachen. Engage! Helfen gegen die Goblins mit. XP und so.
Ich bin nicht sicher, ob die Militia das überhaupt schafft gegen Goblins. Goblins sind ziemlich eklig. Muss ich mal so sagen. Vor allem, wenn die... Ja, okay. Challenge 25, Roll 2. Alles klar. Wenn man das machen kann, dann ist es schon okay. Würde ich mal behaupten. Wir müssen erstmal komplett hier reinrücken. Achso, ja, Rolfi hat noch das abgerissene Ohr. Ja, Rolfi, du hältst immer ein bisschen da im Hintergrund. Du guckst zu. Da sterben Leute. Und werden gefangen. Vielleicht mich doch nicht einmischen sollen. Ey! Was geht denn jetzt ab? Okay. Da wird noch wild um sich gestochen auf jeden Fall. Und um sich geschossen auf sie auch auf jeden Fall. Okay, da kommen noch einiges mehr an Leuten. Okay. Ja, den müsste man eigentlich runterstoßen da oben, ne? Ranged Goblin Sachen. Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen nach oben ziehen, weil hier unten ist halt schon der Platz weg. Tatsächlich. Die prügeln sie aber auch auf einem Niveau. Ich glaube, der ist ein Ranger, ne? Ein Fernkämpfer. Eine 50. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh. Wait. Okay, die haben auf jeden Fall schon Skills. Da oben ist noch irgendwo ein Bogenschütze. Ist ja ekelhaft. Also die Miliz sieht bis jetzt nicht so geil aus mit ihren komischen Dolchen und sowas. Wie die hier Sachen machen. Muss ich einfach mal sagen, das sieht suboptimal aus. 51, 77. Peaks. Immer noch eine bessere Hitchance. 36er Swing. Warum gehst du denn mit deinem Ranged jetzt da rein? Das ist doch jetzt Quatsch. Alter, Sacred, der hat. Unser Zwubel hat irgendwie eine 39er Hitchance. Sacred so, ja, 70, snap! Das ist schon echt übel. Hallo. Oh. Hallo Leute. Hallo Goblin-Ambusher. So was gar nicht gedacht, aber so findet man sich also wieder. Du bist noch vergiftet. Das gefällt mir eigentlich nicht, dass du dann so irgendwie im Vordergrund kämpfen müsstest. Warum gehst du denn jetzt raus? Hattest du da mein armes Männchen da hier, mein Xili rumstehen? Ich glaub, mein Schwein pfeift. Wenn ich glaube ich hier hochgehe, kann ich nicht mehr schießen. Na dann, 42. Damit. Dafür kann ich jetzt nix. Der Dolch, du, das im Nahkampf ist vielleicht nicht die beste Wahl. Muss ich mal so festhalten. Muss ja jetzt übel weit laufen, ey.
Attacken ist dann nicht mehr. Kann ich da rein? Welcome to the Hamlet. Hallihallo, oh Johnny. Wunderschönen guten Tag. Okay, der will fliehen. Dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Dann kann ich nur diese Runde nicht mehr selber attacken. Dann kann der da noch rein. Und wir stunnen. Yes! Guter Stun, guter Stun. Dankeschön für den Follow jedenfalls. Herzlich willkommen in meinem Stream. Okay, der hat auch gleich keinen Bock mehr. Okay, die schießen ihre eigenen Leute an. Nicht mein Problem, I guess. Okay, ja, wir müssen hier irgendwie außen rumlaufen. Also es ist ja ein riesen Catastrophe. Peaks, Peaks. Abgepiekst, sehr gut. Ich hätte gern deine Rüstung gekriegt, aber stirbst glaube ich nicht. So ein Gefühl. Da kann ich jetzt. Doch kann ich, oder? Kann ich nicht schießen, also. Wir laufen mal hier irgendwie unten rum, damit wir vielleicht nochmal eine Chance kriegen. Irgendwie. Ach du Schande, ey. Ja, pff. Wir gehen einfach mal direkt dran, auch wenn der eine nicht beste Rüstung hat. Der in der Mitte läuft, glaube ich, eh schon weg. Später muss ich mich so hinstellen, dass nicht die Dudes hier irgendwie versuchen, mich zu schießen. 82 gehittet, nicht gehittet. Okay, 92 gerollt zuerst. Ja, gut. Okay, wir haben mit denen raus. Die schießen immer ihre eigenen Leute ab, ey. Die schießen immer ihre eigenen Leute ab. Ricky hat ein Level Up und Zwoobelchen auch. Geil. Und wir kriegen ein paar Spears von den. Aber die sind, glaube ich, Kack-Spears. Das ist was. Tatsächlich ein Schwertdecker-Mix und ein Bogen und ein Schild. Das ist alles ziemlich. Ja, es ist egal. Es ist ein XP. Es geht um die XP, die wir mitnehmen. Wenn wir eh auf dem Weg hier sind. Ich glaube, wir kriegen so ein bisschen Goodwill mit. Ah, ich habe nur mal selber was ausgegeben anscheinend. Hier könnten wir auch wieder Holz kaufen, aber das ist nicht so günstig. Das ist nicht so günstig. Warum? Weil ihr Disappearing Villages habt. 25% mehr. Wäre dann schon deutlich besser, wenn es... Ja. Wir bräuchten einen Rebuilding Effort. 690... Webknecht. Ja, ich glaube, das wäre was wir dann tun können. Aber ich speichere jetzt erstmal die Campaign. Und würde sagen, das war's für heute. Weil ich habe Hunger, Mittagessenszeit. Und wir haben heute noch ein bisschen was vor. Inklusive ins Kino gehen. Zumindest habe ich das vorgeschlagen. Wollten wir uns heute den Gestiefelter Kater Animationsfilm angucken. Das soll ziemlich gut sein und da... Mal reinschauen und sowas, ne?